Willkommen in meinem Kunstatelier. In der heutigen Episode stelle ich euch mein Bild Die Türe vor. Viele weitere Bilder und Informationen zu meinem Kunstschaffen findet ihr auf meiner Webseite manuello.art. Das Bild Die Türe war mein 483. Bild. Ich habe es im Jahr 2012 gemalt und dabei mit Acryl und Spraydosen auf Fichte geschaffen. Und an der Rand schön schwarz gemalt als Abschluss. So auf eine schöne massive Fichtenplatte. Mit Aluminiumaufhängung. Sodass man es gut aufhängen kann und das Holz auch ein bisschen von der Wand wegkommt. Von der Distanz sieht es auch aus, wie es von der Wand wird schweben. Das Bild Die Türe ist wie das Bild Ein Hauch von Morgenrot, das ich in Episode 6 vorgestellt habe. Ein Bild von der Arbeitsreihe Wort plus Bild gleich Werk. Jetzt habe ich bei diesem Bild zuerst den Text, also die Bedeutung des Bildes, auf die Holzplatte geschrieben. Wenn man genau schaut, sehen wir hier drauf stehen, die Türe. Ist sie zu, so stoße sie auf. Öffne dir deinen Weg. Also gut passt zum Jahresanfang, zu einer Zeit, wo sich viele Leute neue Vorsätze vornehmend und etwas im Leben verändern möchten. Natürlich ist es nicht nur am Jahresanfang möglich, sondern das ganze Jahr. Eigentlich jederzeit, wenn man etwas ändern will, kann man auch versuchen zu ändern. Natürlich klappt es nicht immer. Und so ist es eigentlich das Bild ein Aufruf, Neues zu wagen, neue Wege zu beschreiten, seine Träume zu verwirklichen. Zusätzlich war das Bild auch das Titelbild von meinem ersten Roman, Der Buchhalter. Den Buchhalter habe ich vor vielen Jahren geschrieben, im 2012 überarbeitet und veröffentlicht. Er ist nicht nur als Taschenbuchhalter, sondern auch als E-Book. Schon als Kind wird Hans Rudolf in die Geschäfte der Organisation eingeführt. Geheimhaltung ist das oberste Gebot. Doch Intrigen und Machtgier bestimmen den Alltag. Nach dem frühen Tod seines Vaters übernimmt Hans Rudolf die Aufgabe, die veruntreuten Schriften aufzuspüren. Zur Tarnung erlernt er den Beruf des Buchhalters und wohnt mit 38 Jahren noch bei seiner Mutter. Ein letzter Auftrag steht an, und niemand kann seine langersehnte Beförderung verhindern. Doch der Auftrag misslingt. Das ist der Stand, gerade bevor das Buch anfängt. Es hat gerade einen Misserfolg gehabt. Und der Misserfolg fährt dazu, dass er seine Rolle in der Keimorganisation, wo er als Doppelleben Mitglied ist, fährt davon hinterfragen, seine Rolle aufbrechen, seine Türen fährt davon aufstoßen und neue Wege überleid zu beschreiten. Sieht auch gut, das Bild. Genau, gebildet. Das war es von meinem Bild Die Türe und meinem Roman Der Buchhalter. Habt ihr Fragen zu meinem Kunstschaffen oder interessiert euch für ein bestimmtes Bild, dann könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Für weitere Informationen findet ihr auf meiner Webseite manuello.art. Ich wünsche euch viel Spass beim Aufstoßen von eurer Türe und einen schönen Tag.